Leute, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Wisst ihr, wer heute Geburtstag hat? Nisa, okay? Und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ihr seht es wahrscheinlich eh später das Video, aber wir können doch nicht, ich habe ja eigentlich einen Trip geplant, da können wir doch nicht hinfahren. Das bedeutet, wir müssen jetzt zu Hause feiern. Ich habe keinen Kuchen, ich habe keine Deko. Ja, und die Deko habe ich bestellt, aber ich weiß nicht, ob sie heute ankommt. Falls ich gleich eine Sequenz mache, wo ich heute, dann wisst ihr, es ist nicht angekommen. Ich habe einen Kuchen bestellt, der ist ja super teuer. Und den muss ich abholen. Und es ist halt schon so 15 Uhr oder 14 Uhr. Und Nisa kommt gleich. Und das Wichtigste auch noch, ich habe hier nicht mal ein Geschenk. Wir fahren jetzt zu Müller. Ich gucke nach einem Geschenk. Okay, Leute, we can do this. Da muss ich gucken, was ich kaufe. Den Kuchen abholen und den Donut. Oh Gott, das wird nichts. Leute, wir müssen los. Let's go. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir wieder einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, denn ich bin toll. Komm, seid ehrlich, ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll. So Leute, wir sind jetzt gerade im Müller, was meine Schwester geholt hat. Wir haben jetzt so ein Maldings. Genau, weil ich möchte, dass sie kreativ ist. Lieben wir. Dann haben wir einen Kamm. Dann hat sie gesagt, dass sie Miraculous liebt, deswegen. Und sie wollte unbedingt diesen Kirby, oder ich weiß nicht, wie der heißt, kommentiert mal, heißt der Kirby, ich habe keine Ahnung. So eine Puppe. Und diese Lampe ist auch voll cute, so fürs neue Haus, wisst ihr. Passt eigentlich gar nicht zum Zimmer, weil es rosa ist, aber egal. Stimmt, eigentlich passt es nicht. Egal. Aber sie hat sich gewünscht. Ja, sie hat sich gewünscht. Ja, das ist cute. Okay. Und dann, ja, ich habe noch so eine, ich werde halt beobachtet, aber ich habe noch so eine Tasche, die ist halt voll cute und diesen Teddybär. Ich konnte mich zwischen zwei anderen Sachen nicht entscheiden, das zeige ich euch gleich, aber die Tasche ist richtig cute. Die ist von Elif, das ist gar nicht von LOL. Ist auch nicht, aber das ist trotzdem. Ach so, aber was ist denn da drin? Das ist einfach eine Tasche, Bro. Ah, nur eine Tasche? Ja, ja. Da ist nichts drin, das ist so eine Handtasche. Ach so, okay. Warte, ich zeige euch mal, zwischen was ich mich beim Bären und zwischen anderen Sachen entscheiden musste. Okay, wir haben uns umentschieden. Leute, es gibt einfach von LOL einen Sessel. Das passt so gut in dem Zimmer. Das heißt, ich nehme das und den Bären. Und meine Schwester nimmt jetzt das, den Kamm und das. Ja. Das heißt, sie ist so mehr so diese kleine Maus, aber dafür viel. Und ich bin die große, aber dafür wenig. Wisst ihr? Dann ist es... Oh Gott, kannst du dich daran erinnern, als ich das hatte, Elif? Ja, ja. Ja, ich zeig euch mal zwischen was ich mich entscheide. Es ist voll peinlich zu filmen. Ja, auf jeden Fall, ich musste mich zwischen den Bären, zwischen dem Affen, dem Bären und diesem Delfin entscheiden. Aber ich habe am Ende jetzt den Bären genommen. Aber der Delfin wäre eigentlich auch voll cute gewesen, aber keine Ahnung. Damit kann man nicht so kuscheln, wisst ihr? Sie ist, ich habe das Gefühl, Nisa ist mehr so die Bärmaus. Lieben wir. Also Leute, ich bin jetzt im Auto mit Elsa. Ich nenne sie Elsa. Mein Vater fährt uns gerade. Im Hintergrund ist meine Schwester. Leute, dieser wir haben gerade den Kuchen abgeholt. Ich bin so schockiert. Also er hat 350 Euro gekostet. Aber er sieht auch so aus. Also schaut euch das mal bitte an. Wartet. Schaut mal. Und unten ist einfach Ariel, weil ich wollte so ein bisschen so diesen Meerjungfrauen-Touch haben, weil nur Elsa wäre so ein bisschen langweilig. Und sie sagt dann einfach so, hallo. Das ist so, go bitch, go bestie. Auf jeden Fall, der Kuchen ist richtig geil, aber ich habe gerade ein bisschen Angst im Auto, weil es die ganze Zeit wackelt, dass es kaputt geht. Das wäre schlecht, weil es war teuer und wir brauchen den Kuchen noch für später. Genau, jetzt fahren wir zu einem Donutladen, weil die... Hoppala. Genau, also wir fahren jetzt noch in einen Donutladen, weil wir haben auch noch Elsa Donuts machen lassen. Ich weiß, bester Bruder 2022, ich weiß, ich weiß. Mein Vater lacht mich aus. Auf jeden Fall, wir holen jetzt die Donuts und mein Vater mobbt. So Leute, wir haben jetzt auch die Donuts abgeholt und schaut mal, wie schön die aussehen. Und das sind einfach Erdbeeren und ihr wisst ja, dass ich gerade faste und Leute, ihr versteht nicht, wie gut das riecht. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Elsa-Donut-Kuchen. Und da haben wir Olaf, wir haben die Anna, wir haben die gute Elsa, wir haben hier eine Schrift, wir haben hier Sterne. Wir haben sogar einen Baum, okay, die haben sogar einen Baum hingetan. Auf jeden Fall, wo ist der andere? Ach so, okay. Ich weiß gar nicht, wie ich aussehe, weil ich gerade mit der Rückkamera filme, aber auf jeden Fall, Nisa wird ausrasten. Und wir fahren jetzt nach Hause, bereiten alles Deko vor, dann nehme ich euch auch mit. Warum gucke ich nicht in die Kamera? Ich habe keine Ahnung. Und wie sie die Geschenke auspackt, zeige ich euch auch im YouTube-Video. Ich glaube, das YouTube-Video wird eh scheiße, egal. So Leute, wir haben uns jetzt hier in diesem Zimmer versteckt. Ich habe die Tür jetzt abgesperrt. Wir packen jetzt die Geschenke ein. Hier sind alle Geschenke drin. Hier ist der Kuchen versteckt. Oh, und ich habe mich jetzt fast auf die Donuts gesetzt. Ja, es ist echt stressig, aber wir kriegen das hin. Wir werden jetzt gleich richtig alles dekorieren. Den Kuchen hinstellen, die Geschenke hinstellen. Ich habe so eine Fotowand gekauft, so ein Bild. Oh Gott, ich bin ja voll der Lauch. So ein Bild, was ich an die Wand mache. Und, oh mein Gott, das wird so geil. Aber wir müssen jetzt richtig ins Zeug. Deswegen, ich melde mich, wenn alles fertig ist. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, meine Kinder.
Wir müssen erstmal kontrollieren, ob alles drin ist. Und der war nicht so cool. Okay, was ist das? Was ist da drin? Okay, es ist weich. Ah, das ist kein Tier. Eine Tasche. Das ist eine Tasche. Ja. Aber ich fand die so cool. Er soll es aufmachen, ich mach weiter. Go bitch, go bitch, go bestie. Wir haben übrigens alle so Armbänder bekommen. Bei mir steht Emir Hahn, bei dir steht... Papa. Hä, hey, wo? Papa. Ah, wieso hat es uns der Namen drauf geschrieben? Weil so ich Papa bin. Lieben wir. Ich vergesse selber. Oh! Lisa, ich muss sagen, da hat mir Abi gesagt, sie liebt dieses Ding, diese Serie. Ich kannte die gar nicht. Kennte? Ich weiß nicht, wie der heißt, aber. Was ist? Ja, natürlich! Das ist so ein richtig geiler Sitzkissen von LOL. Für dein Zimmer. Und es passt halt richtig gut, weil das ist auch so prinzessinmäßig, weißt du? Das ist das Coolste, Lisa. Das ist richtig cool, Lisa. Weil ich wollte, dass du kreativ bist. Damit können wir dann so Dings malen für dein Zimmer. Da kannst du schön kreativ sein. Wieso siehst du dumm? Sie soll kreativ sein. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Siehst du, was ist? Mach! Oh mein Gott. Guck mal, der kann den ganzen füttern, der kann reden und so. Was ist drin? Jetzt bin ich selber voll gespannt. Das ist so Kreide. Achso, Kreide? Ah, ich dachte, das sind normale Eier, die Farbe. Nisa, gib mal her. Hey, das könnte halt so von... Larissa, danke. Ah, und Flo... Nee, Marte, genau. Boah, das sieht voll schön aus. Oh Gott, das sieht irgendwie cool aus. Mach mal auf. Oh mein Gott, was ist das? Ach so, ich dachte, das wäre Kirby. Ja, der kann echt staubsaugen. Echt? Einfach ein Staubsauger. Also Leute, wir zeigen euch jetzt alle Geschenke, habt ihr eigentlich schon gesehen, aber... Kannst du zeigen, was habe ich reingetan? Ja, warte, erstmal will ich jetzt drücken. Leute, guckt mal. Warte, ich wollte drücken, ist egal. Hallo? Also, oh mein Gott. Mein Bär ist bei meiner Mamas Zimmer, sowas habe ich. Mhm. Und das kann sowas wie ein Lutscher sein. Okay. Und hinten kann ein Kram, ein Kram oder ein Keks. Oha! Das habe ich für meinen Bär dort rein. Den Sessel und so werden wir dann, wenn wir offiziell umgezogen sind, im neuen Haus aufbauen. Weil wenn wir es jetzt aufbauen, können wir es ganz sicher nicht rüberbringen, weil ich glaube, das ist schon ziemlich groß. Und schau mal, diese Armbänder haben wir von Nisa bekommen. Mein Basearm ist auch drauf, aber da steht Emir Hahn und dann so eine 19. Meine Schwester hat auch eins bekommen. Meins ist dran. Es ist vorhin abgefallen. Nisa, als ich was gemacht habe, ist es abgefallen. Wer ist der bessere Bruder? Ah, ist nicht schlimm. Es ist aber hier, es ist im Wohnzimmer. Ich muss es ist abgefallen. Okay.